Abend. Hallo. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Hallo. Ja, zunächst einmal ein herzliches Hallo. Vielen Dank für die Einladung im Prinzip. Ja. Super Party bisher. Wie gefällt Ihnen der Abend? Sehr, sehr gerne und vielen lieben Dank. Es ist tatsächlich für uns auch ein sehr besonderer Abend. Ein sehr besonderer Abend, den gemeinsam mit Ihnen feiern zu dürfen. Denn ich glaube, gerade Sie, viele von Ihnen haben die Bundesliga tatsächlich über Jahre und Jahrzehnte nicht nur begleitet, sondern wirklich geprägt und auch zu dem gemacht, was sie ist. Und von daher ein sehr besonderer Abend auch für uns und vielen, vielen Dank auch von unserer Seite. Dem kann ich... Dem kann ich mich nur absolut anschließen, wenn ich jetzt heute Abend hier in den Saal gucke. Die 500 Gäste, sehr geehrten Gäste, die wir heute Abend eingeladen haben aus den unterschiedlichsten Bereichen der Bundesliga. Das ist auch für uns als Geschäftsführung, die natürlich momentan noch relativ neu und auch frisch im Amt ist, ein absolutes Privileg, mit Ihnen zusammen genau diesen besonderen Abend hier zelebrieren zu können, auch hier ins Rund zu gucken, auch die Bilder zu sehen, die wir heute Abend schon sowohl Bewegtbild als auch Fotos gesehen haben und mit denen wir so viele Erinnerungen auch verbinden an 60 Jahre Bundesliga. Das ist auch für uns ein ganz besonderer Abend. Ganz herzlichen Dank für Ihre aller Kommen. Ja, wir wissen alle, seit 1. Juli im Amt, wir wissen alle, Sie sind natürlich auch Kinder der Fußball-Bundesliga, in ganz enger Verbundenheit mit dem Profifußball aufgewachsen. Was sind Ihre ersten Erinnerungen an die Liga? Ja, in der Tat sind wir tatsächlich, ich glaube, wie viele von uns tatsächliche Kinder der Bundesliga und durften mit der Bundesliga aufwachsen. Für uns ganz besonders auch tatsächlich genau das zu spüren und auch hier heute Abend zu spüren. Also ich persönlich bin im Rheinland aufgewachsen. Im Rheinland somit habe sehr, sehr früh mit meinem Papa, meinem Opa tatsächlich Stadions besuchen dürfen. Und das war unheimlich schön. Also es war, ob es jetzt das Müngersdorfer Stadion war, ob es der Bökelberg war oder ob es das Ulrich-Haberland-Stadion war. Und das war für mich tatsächlich 1992 somit mein erstes wissentliches Erlebnis, an das ich mich erinnern kann. Eine Weltklasse-Bude von Lothar Matthäus, wenn ich das so ausdrücken darf, im Spiel Leverkusen gegen Bayern. Langer Eckball von links, Matthäus steht so 10 Meter grobe Richtung hinter dem Strafraum, nimmt das Ding Volley oben links in den Winkel, küsst noch die Unterlatte. Also das ist so mein erster wissentlicher Moment an die Bundesliga, einfach eine wahnsinnig schöne Bude. Da geht es mir auch ganz ähnlich wie Marc Lenz. Auch meine ersten Erinnerungen an die Bundesliga hängen ganz eng auch mit Stadionbesuchen zusammen. Das war in meinem Fall, erinnere ich mich noch heute genau, 1995, Entschuldigung, Frankfurter Waldstadion gegen den FC Bayern München. Und das war so ein einprägsames Spiel für mich, dass ich Ihnen noch bis heute die sämtlichen Torschützen dieses Spiels auch aufzählen kann. Und das waren damals nicht allzu wenige, muss ich sagen. Auch 1999, ein weiteres Ereignis, was sich bei mir echt eingebrannt hat. Abstiegskampf, Eintracht Frankfurt gegen den Abstieg, Rettung in letzter Sekunde. Und da muss ich sagen, jetzt mal unabhängig auch von der regionalen Verwurzelung, und das ist in meinem Fall das Rhein-Main-Gebiet, unabhängig jetzt von der Vereinspräferenz, da haben wir damals oder habe ich damals gesehen, wie viel die Bundeswehr, wie viel die Clubs auch den Menschen bedeutet und wie sehr auch beispielsweise damals so ein Abstiegskampf der Region, die Menschen in der Region zusammenschweißen kann. Und da ist mir bewusst geworden, dass das was ganz Besonderes ist. Und das trägt uns auch ehrlicherweise in den ersten Wochen, in den ersten Monaten im Amt dieses Gefühl. Sie haben ja ein paar Spiele erwähnt. Bayern München kommt ja oft vor, wenn man sagt, gegen Bayern München gespielt. Ich möchte kurz Bernhard Dietz erwähnen. Er sitzt unten neben Otto Rehhage. Bernhard Dietz ist der einzige Abwehrspieler, der 4 Tore gegen Bayern München erzielte bei einem 6:3. Hier unten sehe ich einige Vertreter der Bayern, Herr Dresen. 6:3, Bernhard Dietz, 4 Tore gemacht als Abwehrspieler. Spektakulär, Meideriger SV, MSV Duisburg. Aber natürlich bringt uns das zur Frage, haben Sie die im Fernsehen gesehen, sicherlich die Größen der 60er, 70er Jahren oder auf Video gesehen, wen hätten Sie gerne mal selbst live erlebt? Das ist ehrlicherweise eine gute Frage, ist keine ganz einfache Frage. Natürlich bei der Anzahl an Spielern, auch Stars, die die Bundesliga seit 1963 hervorgebracht hat. Ich gebe gerne persönlich zu, dass ich eine gewisse Schwäche für Klaus Fischer und die Fallrückzieher-Tore habe, die ich mir bis heute regelmäßig angucke. Und dementsprechend muss ich sagen, hätte ich das damals im Stadion erleben können, gerade in diesen besonderen Momenten, das wäre einiges wert gewesen. Ich habe Klaus Fischer tatsächlich mal nach seiner aktiven Karriere, so 5 bis 10 Jahre danach, mal erleben dürfen. Und selbst da war das noch der Fall, dass bei einer akkuraten Flanke beim Freizeitkick, also die Fallrückzieher da schon noch gesessen haben. Bei mir ist es tatsächlich, ich würde es ein wenig breiter gestalten, aber tatsächlich die Größen der 60er, 70er, Anfang der 80er, ob es ein Beckenbauer war, ein Uwe Seeler, ob es Fuchs, Netzer waren, ob es Karl-Heinz Rummenigge, ob es ein Gerd Müller war. Also wirklich
unheimlich viele tolle Fußballer, die wir in der Bundesliga hatten in der Historie. Und das sicherlich auch so ein bisschen in die 80er, 90er und 2000er übergegangen ist. Also wunderbare Fußballer. Die gesellschaftliche Verpflichtung, die gesellschaftliche Rolle der Fußball-Bundesliga ist angesprochen worden, mehrfach. Wie würden Sie ganz persönlich die Bedeutung der Bundesliga in Worte fassen? Die Bundesliga ist für mich persönlich, wenn ich das formulieren darf, hat einfach einen sehr, sehr großen Stellenwert. Beruflich ist es sicherlich jetzt Privileg und Verantwortung zugleich. Und als Fan geht es mir aber wahrscheinlich wie vielen von Ihnen hier einfach auch eine wahnsinnige Begeisterung für den Sport, für die Fußball-Bundesliga. Diese Verantwortung ist etwas, oder die Bundesliga ist etwas, die Menschen einfach verbindet. Und das tatsächlich ja ist mehrfach zur Sprache auch heute Abend schon gekommen ist. Egal wo, egal wer, egal wann, die Bundesliga ist irgendwie immer Thema. Die Bundesliga verbindet tatsächlich. Und das ist für mich einer der wesentlichsten Komponenten, die Bundesliga auch hat. Damit einher geht natürlich, und das wissen wir alle, das wissen wir in der DFL, das wissen die Clubs, eine gewisse Verantwortung. Und die Verantwortung wahrzunehmen, ist definitiv eines der relevantesten Punkte auch unsererseits, insbesondere im Hinblick auch auf die ein oder andere gesellschaftliche, möglicherweise bedenkliche Entwicklung, ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass die Bundesliga und die Clubs Impulse setzen. Und das ist ganz klar gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, für Vielfalt, für Nachhaltigkeit. Das sind für uns ganz klare Themen, für die Bundesliga steht und auch wir als Geschäftsführung. Ja, das kann ich nur absolut bekräftigen. Ich hatte das eingangs gesagt, für mich wie für so viele hängen die ersten Erinnerungen mit der Bundesliga ganz, ganz eng mit dem Stadionbesuch zusammen. Damals das Kribbeln auf dem Weg zum Stadion, das Kribbeln, wenn man das erste Mal ins Weite rundschaut, das ist schon was, das ist ganz, ganz schwer vergleichbar, das findet man nirgendwo anders. Und heute natürlich 30, 35 Jahre später als Erwachsener kann ich natürlich auch nochmal anders einordnen, mit ein bisschen Abstand. Was hat mich da auch früher als Kind fasziniert, auch wenn ich das nicht so ganz in Worte packen konnte? Und das ist die Tatsache, dass die Bundesliga an jedem Wochenende Menschen zusammenbringt. Und das ist kein Mythos, das ist kein Pathos, das ist einfach Fakt. Und das sehen wir in den Stadien, das sehen wir in Sportsbars, das sehen wir in den Wohnzimmern, wo jedes Wochenende Millionen Menschen der Bundesliga in den verschiedenen Formaten bei unseren Medienpartnern der Bundesliga dementsprechend auch folgen. Und das ist ein Wert, der ist gerade jetzt momentan in Zeiten, wo auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal die gesellschaftlichen Fliehkräfte ein bisschen größer werden, der ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Und der ist auch gerade gar nicht hoch genug einzuschätzen, mit Blick auf ein Turnier, was wir nächstes Jahr vor der Brust haben, Heim-Europameisterschaft 2024 in Deutschland, die auch neben natürlich dem sportlichen Wettbewerb eine wahnsinnige Chance für dieses Land hier darstellt, wo wir als Liga natürlich sehr, sehr gerne auch entsprechend unterstützen und unseren Beitrag zu leisten. Ja, da wollen wir hinblicken in die Zukunft. Sie sind ja schon einige Jahre bei der DFL, kennen sich auch gut, das weiß ich, aber erst 200 Monate Geschäftsführer. Was sind denn jetzt die Themen, was sind die Herausforderungen, die Sie angehen in den nächsten Wochen, Monaten? Eine der wesentlichen Herausforderungen, die wir natürlich momentan, und das wissen vor allem diejenigen, die im Clubumfeld aktiv sind, die momentan sehr nah an der Bundesliga dran sind, eine der wesentlichen Herausforderungen, die wir angehen werden, ist beispielsweise die Ausschreibung der nationalen Medienrechte für die Saisons 2025 bis 2029, die natürlich eine wahnsinnige Bedeutung auch für die Liga und die Clubs haben, eine wahnsinnige wirtschaftliche Bedeutung, auch die wirtschaftlichen Grundlagen legen werden für viele Clubs bis ins nächste Jahrzehnt hinein, weil im Durchschnitt ungefähr 30% der Clubumsätze aus dieser medialen Ausschreibung kommen. In Einzelfällen sind es sogar 50%. Wir sind da momentan als DFL auf einem guten Weg, wollen auch die Ausschreibung im nächsten Jahr noch vor der Heim-Europameisterschaft entsprechend abschließen, sind da in einem guten Dialog mit dem Bundeskartellamt, weil wir der Zentralvermarktungskontrolle unterliegen, mit vielen Clubs, mit unseren Gremien, auch mit bestehenden Medienpartnern, auch potenziellen neuen Interessenten und sind da zuversichtlich, dass wir ein gutes Ergebnis erzielen. Natürlich, am Ende des Tages kommt es auch auf die Marktsituation an, die kann man nie bis ins Letzte beeinflussen. Klar ist aber für uns als DFL, wir werden nächstes Jahr ein Produkt anbieten, was, und das hat man gerade an den letzten Spieltagen der vergangenen Saison gesehen, nach wie vor die Menschen und die Massen hier in Deutschland elektrisiert, eine ganz besondere Spannung bietet und gerade in der letzten Saison für beide Ligen und über alle Entscheidungen hinweg auch wirklich beste Werbung für den deutschen Profifußball geboten hat. Ich würde nochmal die Frage auch zur Zukunft sehr gerne aufnehmen. Verbunden aber auch mit der klaren Feststellung, denn ich finde, das gehört zu einem solchen Abend auch dazu, dass die Bundesliga per se aktuell einfach eine wahnsinnige Top-Liga ist. Wir sind sportlich, ist es eine höchst attraktive Liga, ist es wirtschaftlich unter den Top 2, 3 in Europa.
signifikante und sehr gute mediale Reichweiten. Und der Stadionzulauf, die Stadionauslastung, es war ein Rekordwert im vergangenen Jahr. Also daran sehen wir, dass einfach die Bundesliga eine sehr, sehr starke Liga ist. Im Hinblick auf die Zukunft, und da hat Steffen Merkel schon die ein oder andere Herausforderung angesprochen, im Hinblick auf die Zukunft geht es natürlich darum, auch mit einer klaren Zielsetzung genau diese Weiterentwicklung zu verfolgen. Und die Liga für uns hat übergeordnet eine sehr klare Zielsetzung. Es geht darum, eine höchst attraktive Liga weiterhin auch sportlich sicherzustellen, die sportlich und wirtschaftlich wettbewerbsfähig ist, sowohl international als auch national. Das Ganze aber mit Clubs, die finanziell stabil sind und relativ kostenrational agieren, im Verbund mit einer gesellschaftlichen Verankerung derer die 36 Clubs und wir uns als DFL sehr, sehr bewusst sind. Und ich glaube, wir wissen gerade hier in diesem Raum alle, dass wir dabei einen sehr eigenen Weg gehen. Einen eigenen Weg mit der 50-plus-1-Regel beispielsweise, aber auch mit der entsprechenden Fannähe, die unter anderem dadurch etabliert ist. Und genau das gilt es zu wahren. Die Fannähe gilt es zu wahren, sich dennoch aber sportlich und wirtschaftlich weiterzuentwickeln. Um den Ausblick vielleicht so ein bisschen abzuschließen. Was sind die Schwerpunktaufgaben jetzt in Zusammenarbeit mit den Clubs, mit den Gremien intern, aber wahrscheinlich auch mit den Medienvertretern? Da geht es vor allem darum, die Bundesliga jetzt in den nächsten Monaten und Jahren sehr positiv in die Zukunft führen und alle Clubs hinter einem gemeinsamen Ziel zu vereinen. Und das ist gar nicht so einfach, weil natürlich, auch wenn man heute hier Abend mal in den Raum guckt, 500 Gäste, und wenn Sie die 500 Gäste heute fragen, was ist denn die Zielsetzung der Bundesliga, dann werden Sie vielleicht nicht 500 Antworten bekommen, es werden aber in jedem Fall sehr, sehr viele Antworten sein, weil das Ausdruck der Tatsache ist, dass die Bundesliga vielen Menschen in diesem Land, gerade denjenigen, die heute Abend im Saal sind, sehr, sehr viel einfach bedeutet. Klar ist für uns immer als DFL, wir haben eine klare Richtung und eine klare Leitlinie, an der wir uns orientieren. Wenn Sie die Menschen in Deutschland fragen, und das machen wir seit 20 Jahren, seit es die DFL gibt, regelmäßig. Wofür soll die Bundesliga denn eigentlich im Kern stehen? Und das können ja eigentlich ganz viele Sachen sein. Dann ist die Antwort seit 20 Jahren immer eine relativ simple und auch immer die gleiche gewesen, die erste Antwort. Das ist nämlich, die Bundesliga soll für Top-Fußball auf internationalem Spitzenniveau stehen. Das ist erstmal das, woran wir uns als DFL orientieren und woran wir natürlich auch mit einer Geschäftsentwicklung den entsprechenden Rahmen setzen müssen. Aber natürlich auch in einem Umfeld, das ist uns gerade jetzt auch bewusst, das sich rasant ändert, weil die Bundesliga und die DFL in einem ganz anderen Umfeld agieren als noch vor 5 Jahren, als noch niemand vom Einsatz künstlicher Intelligenz in der Sportmedienproduktion gesprochen hat. Oder vor 20 Jahren, als die Bundesliga außerhalb von Deutschland in nur einer Handvoll Märkten vertreten war überhaupt und wir gar kein internationales Produkt in dem Sinne hatten. Oder vor 60 Jahren zum Start der Bundesliga, als noch die Aufzeichnung der ersten Spiele auf Filmrollen und Mopeds durch die Republik gekarrt worden sind, um rechtzeitig im Sportschaustudio anzukommen und in der Produktionseinheit. Man sieht also, das Spiel hat sich im Kern auch seit Start der Bundesliga gar nicht so wesentlich verändert. Und das ist auch erstmal gut so. Die Art und Weise, wie das Spiel aber präsentiert wird und wie wir das erlebbar machen können, den Millionen Fans da draußen, die hat sich wahnsinnig verändert. Die wird sich auch weiterhin verändern. Und das begreifen wir bei der DFL immer erstmal als Chance und nicht als Risiko. Uns ist allen bewusst, dass genau für diese Weiterentwicklung wir uns natürlich auch den entsprechenden Herausforderungen stellen müssen. Und das, was die Bundesliga über 60 Jahre gezeigt hat, ist, dass sie sich den Herausforderungen angenommen hat, weil wir heute eine wahnsinnig erfolgreiche Liga haben und auf eine sehr erfolgreiche Historie zurückblicken können. Und es ist sicherlich nicht der richtige Rahmen, um detailliert auf Herausforderungen einzugehen, aber die eine oder andere Herausforderung ist einfach offensichtlich, die wir alle kennen. Im Hinblick auf Veränderungen im Mediennutzungsverhalten, insbesondere einer jüngeren Generation. Das ist einfach ein Kernthema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Das Thema ein anderes Agieren, möglicherweise unserer Medienpartner, die in globalen Strukturen agieren, die in globalen Content auch abwägen, Inhalte abwägen. Auch das ist ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und dann ein drittes sehr zentrales Thema und das auch ein herzliches Willkommen an die internationalen, auch Ligenvertreter, die teilweise hier sind. Aber ja, die Kapitalisierung von Clubs und Ligen in Europa ist ebenfalls ein Thema, was natürlich uns unter Druck setzt. Denn es ist zum einen das Kapital, was genutzt werden kann in der Kurzfrist, um sich einen, ich nenne es mal, Wettbewerbsvorteil kurzfristig zu erkaufen. Da geht es um Transfersummen, aberwitzige teilweise Transfersummen, signifikante Defizite, Subventionen durch die entsprechenden Eigentümer zum Covern. Was wir in Deutschland aber nicht sehr ehrlich diskutieren, dass es eine zweite Perspektive gibt. Und das sind Investitionen in langfristige Strukturen, die in Clubs, in Ligen aktuell ebenfalls im Ausland investiert werden. Da geht es beispielsweise clubseitig um die Nachwuchsleistungszentren oder
oder ligaseitig um das Medienprodukt. Das heißt, das sind Herausforderungen, mit denen wir uns bewusst auseinandersetzen müssen, um auch einfach eine positive Weiterentwicklung zu forcieren. Gut, Sie haben die Themen angesprochen, die interessieren uns ja auch im Prinzip fast schon privat, auch für unsere Sender. Ist das das, was letztlich von den Schwerpunkten, die Sie jetzt angehen, alles schon überlagern wird? Also die TV-Rechtevergabe, weil einfach davon auch so wahnsinnig viel abhängt. Wie viel Geld kommt rein letztlich? Es ist sicherlich so, dass gerade in den nächsten 9 bis 12 Monaten, bis wir diese Rechtevergabe abgeschlossen haben, das eines der ganz, ganz wesentlichen Themen innerhalb der DFL sein wird. Klar ist auch natürlich bei sämtlichen Tagesgeschäft, was wir haben, natürlich auch bei einer Saison, die wir auch im sportlichen Bereich erstmal sauber zu Ende spielen müssen, sauber komplettieren müssen, gibt es natürlich viele weitere. Aber dass die nationale Medienrechteausschreibung ein ganz wesentliches Thema ist, gerade auch wenn man sich mal anguckt mit Blick auf die Erlösstruktur in der DFL, wo momentan 70 bis 75% der Erlöse aus dieser Ausschreibung resultieren. Und dann immer gleich für 4 Jahre, wenn wir die Verträge auch für 4 Jahre abschließen, dann ist das natürlich ein ganz, ganz wesentliches Thema für die nächsten Monate. Ein zweites zentrales Thema ist sicherlich die Weiterentwicklung des DFL-Geschäftsmodells. Das ist ein Geschäftsmodell, was über Jahre hervorragend etabliert war, entlang der gesamten medialen Wertschöpfungskette, aber entsprechende Herausforderungen, derer wir uns annehmen müssen. Das heißt auch, dass es um Änderungen und mögliche Investitionen geht in mediale Infrastruktur, um digitale Infrastruktur, ins Medienprodukt, in den Rechteschutz, das Thema Nachhaltigkeit etc. Es gibt da wirklich einige Themen, derer wir uns aus unserer Perspektive annehmen müssen, aufgrund von veränderten Herausforderungen. Thema 3, und ich habe es kurz erwähnt mit der Thematik Kapitalisierung, sicherlich für die Deutsche Liga, für uns als Bundesliga, also gemeinschaftlich wichtig, auch die internationale Regulierung sehr intensiv zu begleiten. Das haben wir in der Historie bereits und dahingehend gibt es aber gewisse Fehltendenzen oder Fehlentwicklungen, auch europäisch gesehen, die uns als Bundesliga direkt betreffen. Und derer können wir als Bundesliga auch nicht entziehen, denn sämtliche 36 Clubs agieren eben international auf dem Transfermarkt um Experten, Expertinnen, Spieler, Trainer. Es gibt Top-Clubs, die in internationalen Wettbewerben teilnehmen. Entsprechend kommen wir auch im Hinblick auf die mediale Vermarktung, ist natürlich auch ein Thema, was international dahingehend wir in einem direkten Wettbewerb stehen. Das sind Punkte, anhand derer natürlich auch die internationale Regulierung für uns eines der zentralen Schwerpunkte ist, weil es gilt einfach, auch die entsprechenden möglichen Wettbewerbsvorteile, die bestehen, die aber dazu resultiert haben, dass einfach wahnsinnige Defizite teilweise im Ausland angehäuft werden, die gedeckt werden durch Contributions von Eigentümern etc. Das sind allesamt Themen, die die kurzfristige Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga gefährden und mittel- und langfristig über Investitionen entsprechend natürlich auch Wettbewerbsvorteile generieren. Von daher, aus unserer Perspektive sind es genau, wenn ich es zusammenfassen darf, in den 3 Herausforderungen, es ist sehr klar, dass wir uns wirtschaftlich und sportlich weiterentwickeln müssen. Das aber im Verbund, um Wettbewerbsfähigkeit auch sicherzustellen, mit einer angepassten internationalen Regulierung, die auch tatsächlich entsprechende Auswüchse international limitiert. Marc Lenz, Steffen Merkel, vielen Dank für diese tollen Eindrücke. Auch zur Zukunft der DFL. Es soll ja mindestens noch mal 60 Jahre weitergehen. Wir können Sie aber natürlich nicht von der Bühne lassen, ohne auch einmal die Geburtstagswünsche abzufragen. Was wünschen Sie ganz persönlich als neue Geschäftsführung der Deutschen Fußball-Bundesliga? Also ich ganz persönlich wünsche der Bundesliga, dass wir auch in den nächsten Jahren, nächsten Jahrzehnten absoluten Top-Fußball auf internationalem Spitzenniveau sehen. Weil wie gesagt, das ist das, was die Menschen am Ende des Tages und die Fans draußen im Land interessiert und was sie von der Bundesliga sehen wollen. Auch, dass wir eine Liga bleiben, die positiv in die Zukunft schaut, die zum 70., 80., gerne auch 90. oder 100. Geburtstag genauso zusammenkommt mit möglichst vielen der Gäste, die wir auch heute hier im Saal haben und genauso positiv auf die dann letzten 40 Jahre zurückkommt, blickt, wie wir heute auf die ersten 60 zurückgeblickt haben. Dem würde ich gar nicht viel hinzufügen wollen. Ich möchte Ihnen einfach einen wunderbaren Abend wünschen im Sinne und im Zeichen der Bundesliga. Danken für die Historie der Bundesliga, denn viele von Ihnen, wie gesagt, haben diese Historie mitgeprägt. Und lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass wir die Bundesliga auch positiv weiterentwickeln. Das aber vielleicht erst wieder morgen früh. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Marc Lenz, Steffen Merkel. Dankeschön. Viel zu tun. Wie gut, dass Sie zu zweit sind.